Lisa? Warst du das? War bestimmt nicht Lisa! Na, ihr steckt aus dem Befruchter, was geht? Wir spielen wieder Deep Space. Und ja, ich glaube, wir waren hier an der Stelle schon mindestens 5 Mal und ich habe gecuttet. Und wir haben diesmal den Flammenwerfer bekommen, letzte Folge, und Billy getroffen. Und Billy ist einfach super, da könnte gar nichts gegen sagen. Der ist einfach, na, muy bien. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder zurück. Ja. Hallo? 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 Yay, wir sind wieder, ja. Bitte tötet mich nicht. Gut. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Eigentlich habe ich noch irgendwas erwartet, weil es schon so aussah und klang und... Ja, ihr wisst schon. Deep Space. Ich. Und Horror Game ohne Billy. Kapitel 3, Cursor Corrector. Wo ist die schöne Aufzugmusik? Isaac, wir haben 2 Probleme und die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Gut. Panzerglas. Ist eine Metallmülltonne, aber Panzerglas. Muss hier überall drin sein. Ist selbstverständlich in jedem Raumschiff. Muss das Standard sein. So, ich würde sagen, wir haben hier erstmal alles. Und wir gehen der Aufgabe nach. Aber vorsichtig. Ich würde gerne die Flammenwerfer ausprobieren, aber wenn ich das jetzt sage, dann beschwöre ich was hervor, was ich bestimmt nicht haben will. Was war das? Das wollte ich gar nicht. Hört auf. Hier liegt ein Toter. Und ein Sprechterminal. Und das ist verschlossen und das ist verschlossen. Wir haben einen Aufzug und diesen Weg. Romantisch. Finde ich ja sehr schön. Der Schnieke. Eigentlich ja nicht, aber... Whatever. Hi, hi, ich fühle mich so frei, frei. Gut. Sicher, sicher. Ich glaube, er ist tot. Ich bin mir aber noch nicht sicher. So, wir haben alles eingesammelt und jetzt mache ich mal hier weiter. Komm, hardcore. Was denn? Wo denn? Was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst?
persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt 2 Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an, sich zu drehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvas und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Temple out. So, so. Wie nenne ich dich jetzt? Kommandant Schnöselwösel oder Penisfresel? Apropos Penisfresel, dieser Soundeffekt war in der letzten Aufnahme saumäßig laut. Ich habe zwar jetzt ein bisschen was verbessert und so, also an Headset und Soundfile. Ja, das ist der Sound. Jetzt noch vielleicht ein kleines bisschen Musik. Ein kleines bisschen. So, mal gucken. Ja, jetzt hört man das auch nicht mehr so extrem. So. Mein lieber Freund, wie nennen wir dich nun? Ich habe keinen Plan, wie ich dich nennen soll. Ich meine, Billy bist du gewiss nicht. Dann nenne ich dich, ich taufe dich auf den Namen, Lisa. Was? Habt ihr was gegen Lisa? Ein schöner Name. Und hier sieht es weniger schön aus. Raumanzüge. Ja, natürlich. Ja, aber natürlich. Aber natürlich. Ja, aber natürlich. War das nicht klar? Ich denke schon. Mich hat's ja verwundert, dass er nicht aufgestanden ist, wo ich ihm Lisa dran geworfen habe. Apropos Lisa, wo ist der? Hallo? Lisa? Lisa? Du bist nicht Lisa. Wo ist Lisa hin? Boah, dieser telepathische Bastard. Oh. Ein nettes Textdokument. Oh. Okay. Werkstatt! Yay! Werkstatt! Ah! Reichweite, Trefferpunkte. Ich glaube, ich will mehr HP. Ach so, die habe ich schon. So, jetzt haben wir keine Knoten mehr, meine lieben Freunde. Aber wir haben noch ein HP-Packen. Wunderbar! Mit so viel AP kann doch nicht schief gehen, oder? Hm. Ich frag mich, wo Lisa hin ist. Okay, probieren wir den Flammenwerfer aus. Okay. Diese unheimliche Mucke. Ist voll schrecklich. Was zum Henker ist hier los? Es ist Dennis Henderson. Er ist verrückt. Er zieht sich seine eigenen Zähne. Henderson, um Gottes Willen.
überlebt ja. Aber die Tür war ziemlich hart. Mann, warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Peace? Du bist tot, du bleibst tot. Okay. Ach, Mann, war das anstrengend. Ich habe eine Blaupause. Schemel, Brennstoff für... Bring diese Schemel zum Shop, um Brennstoff für die Flammenwerfer freizuschalten. What the fuck? Was habe ich jetzt gegriffen? Explosiv. Da ist ja Lisa! Wie kommst denn du her? Du kleiner telepathischer Bastard. Du. Na komm mit. Das habe ich genau gesehen. Ihr nicht? Ich schon. Lisa, hör auf, dich wie ein Vollidiot zu benehmen. Benimm dich und zeig Anstand. Mama, sitz. So. Ah, schon. Eine Heilungskapsel für mich. Und dich. Und vor allem für mich. Lisa? Warst du das? War bestimmt nicht Lisa! Brenne? Es war Lisa. Der Flammenwerfer ist mal übelst nice. Ich weiß aber nicht, ob man ihn jetzt mega lang verbrennen muss oder nur einmal anzünden muss, dass er macht. Ich habe keinen Plan. Muss mal ausprobieren. Wo ich da keinen Bock drauf habe. Muss ich hier lang? Ja, ich gehe richtig. Verdammt. Lisa, sitz. Ich erkundige mich mal auf der anderen Seite um, wo unser kleiner Freund hingekrabbelt ist. Nette Geräusche. Kommen wir daher? Und da kommen wir her. Ja, davon kommen wir. Oh, das ist ja toll. Geschenke. Da frage ich mich, warum ist es ein Labyrinth? Und wieso? Und weshalb? Und warum? Das finde ich nicht so witzig. 1000 Credits. Shit. Die Geräusche sind scheiße. Ich will hier weg. Lisa, du kommst wieder mit. Aha, hier können wir dann irgendwann mal wohin. Lisa sitzt. Ich wünschte, ich würde Billy finden. Lisa ist überhaupt nicht aufheitern. Billy, der war OP, der hat den gleich mal Füße weggezogen und so. Aber der Lisa, die ist ja lame wie noch mal was. Ja, machen wir's jetzt. Wow! Hi! Ist jetzt totgefackelt? Ich glaube, man muss sie nur anzünden. Wo ist dein Drop? Hey Kumpel! Wo ist dein Drop? Dein Kopf ist so lang. Wo ist dein Drop, verdammt! Ich mag's hier.
Hier ist schön. Müssen da runter. Ja, schick. Oh! Oh nice! Oh, wie super! Oh, ja geil! Ja, danke, danke! Lisa hat gerade ein neues Leben bekommen. Hi, Lisa! Ich höre was, aber ich sehe nichts. Verschlossen. Wir können aber noch mal da rein zu denen. Das ist ja wunderbar. Sagen wir ihnen doch mal Hallo. Burn, baby! Burn! Burn! Es klingt fast so, als würden sie sterben. Ich höre aber noch den anderen. Aha! Aha! So still. Leute, hört auf, gruselige Musik einzuspielen. Es ist tot. Okay? Erstmal in den Shop. Bei gruseliger Musik erstmal in den Shop. Jetzt bin ich verrückt. Kommt's denn hier auf sowas? Ich? Verrückt? Erstmal safe auch noch, während die gruselige Musik ein... Hier? Ja. Was? But ich gehe nur Nummer sicher. Der Flammenwerfer ist schon cool, aber die Muni geht echt schnell alle. Das ist ein bisschen, sag ich mal, nutzlos. Nein, Lisa ist getürmt. Du Bastard, Lisa. Oh, Magnet. Aufziehen. Tanksequenz aktiviert. In Betrieb. Was denn? Oh. Cool. Komm her. Komm, komm her. Komm. Komm her. Komm her. Hey Lisa, was machst du denn hier? Ich glaube, du hast eine Auszeit verdient. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ich sollte sie einmal anbrennen und dann draufballern. Ich glaube, das ist die bessere Taktik. Weil dann verbaue ich nicht so viel Feuermuni. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so undumm. Und hier ist so neblig, ich sehe gar nichts. Wo denn? Ich sehe nichts. Oh, ich sehe was. Hi, Ladies. Erstmal Burn.
Nein! Nein, 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 nein! Nein! Krasser Scheiß! Übertreibt halt mit den Monstern! Wir haben ja so OP-Waffen. Und mit dir erstmal... Alter, das war easy. Was? 3000 Credits hat er gedroppt? 1200 Credits. 1000 Credits. Ja, schick. Kann ruhig öfter so droppen. Oh Gott. Nein, hör auf. Gott sei Dank. La 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 Super Mario. Oh, Aufnahme. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Wir hätten ihn nicht am Leben lassen sollen. Halt die Klappe, Danvers. Klappe. Technisches Logbuch, Tampa. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Hauptantrieb geköpft und in dem Zug auch den Ventilen den Rest gegeben. Sie müssen repariert werden, bevor ich sie wieder öffnen kann, aber uns läuft die Zeit davon. Bei ausgeschaltetem Antrieb wird der Orbitverfall in weniger als 10 Stunden anfangen. Ich verstehe nur nicht, wer das tun könnte. Wenn es einer dieser Unitology-Bastarde ist, drehe ich ihm den Hals um. Henderson sagte, sie würden kommen. Wir hätten ihn nicht leben lassen dürfen. Halt den Rand, Danvers. Und hilf mir mit den Werkzeugen. Temple out. Aha, irgendwie ist dieser Danvers ein ganz, ganz böser, schlimmer Junge, der infiziert wurde. Und dann hat er anscheinend alles umgehauen und verfallen und so, ne? Logisch, will ich auch, wenn ich infiziert bin. Aber was viel... Ah, was viel cooler ist, wir haben Billy wieder gefunden. Ah, Billy, ich hab dich vermisst, mein Freund. Warum funkelst du? Hör auf zu funkeln. Ich mag keine Funkeldinger. Los, Billy, zeig deine... Power? Okay. Oh, Safe Point. Das ist keine menschliche Leiche. Das erkennt jeder Vollpfosten. Ich mal genau. Okay. Ich hab mich geirrt. Vielleicht war es eine Frau. Oh, warte, das war vielleicht eine Frau. Das war eine Frau, eindeutig. Oh Gottes Willen. Oh Gott. Geh mal aus dem Weg. Ich will Billy und sonst keinen. Haben wir uns verstanden. Eine Blaupause. Schick. Saven! Safe Point in die Taschen der Welt! So. Ja, fertig. Okay, gucken. Aufzug. Kratzen. Billy. Billy, siehst du wen? Nicht? Bist du sicher? Okay, dann komm mal wieder weg. Ich brauch dich, mein Freund. Ohne dich schaffe ich das hier nicht. Unmöglich. Es ist Deep Space. Und ich mag Horror-Game überhaupt nicht. Das weißt du ganz genau, Billy. Oder hast du mindestens kennengelernt. Ja. Funksequenz aktiviert. Ausreichend Treibstoff, um Primärantrieb zu versorgen. Was immer sie machen, es funktioniert, Isaac. Ich habe eine Treibstoffanzeige. Sie zeigt zwar nur ein Viertel an, aber es reicht, um wieder in den Orbit zu kommen, sobald sie den Antrieb online haben. Verdammt, was? Falscher Alarm. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Läuft der jetzt? Ja. Tanken beendet. Ja. So.
aber da ist einer getürmt. Und ich und Billy wissen ganz genau, diese Person werden wir wieder treffen, und zwar in der nächsten Folge. Ich hoffe, du bist auch wieder dabei. Billy und ich werden warten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.